gar kein neues Video am Start, sondern einfach mal so eine kleine Information. Denn wir haben ja die Tage, oder beziehungsweise ich war der Zugucker und jemand anders hat es auseinandergebaut. Und zwar, wir haben ja den Vergaser, oder er hat den Vergaser gereinigt und hat alles so auseinandergebaut. Und da ist was uns aufgefallen, ja. Ich habe vor ein paar Monaten mal meinen Quad, das war einmal ein einziges Mal für ein paar Veränderungen, war es bei einer Quad-Werkstatt. Ich werde den Namen nicht erwähnen, ja. Weil wir wollen ja keinen Rufmord machen. Aber was die für eine Scheiße verbritzelt haben, das fällt echt auf, wenn man selber nachguckt. Und das ist echt traurig. Ich meine, man darf das ganze Unternehmen dafür nicht kritisieren. Aber wenn einzelne Mitarbeiter davon Scheiße bauen und nicht richtig arbeiten, dann ziehen die den ganzen Verein in Dreck. Und ihr könnt ja mal schreiben, ob ihr dazu ein Thema haben wollt, aber ich werde die Firma nicht erwähnen, denn wir wollen jetzt keinen Rufmord machen. Und das ist auf jeden Fall krass, was wir da rausgefunden haben. Da denkst du echt so, geil, Mann, das Geld war richtig sinnlos investiert, wenn du so eine Scheiße... wenn die so eine Scheiße fabrizieren. Da habe ich mich auch wirklich nochmal in den Arsch gebissen, ja. Dieser gute Laden, der hat schon so viel Geld von mir bekommen am Anfang der Zeit, wo ich das Quad gekauft habe, weil ich halt ein paar Veränderungen gemacht habe. Hätte ich das gewusst, ne? Boah! Nee, das ist übel. Da fällt mir ein, ich wollte noch ein Video über meine Handyrechnung machen, die ja überhaupt nicht teuer war von über 1200 oder 1500 Euro. Nee, aber könnt ihr mal echt gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr dazu gerne ein Thema haben wollt, weil das ist echt krass. Das ist echt krass. Und ich finde, das ist eh so ein gutes Thema, ja? Dieses Vertrauen zu Kfz-Leuten oder allgemein zu Betrieben, wo man, wenn man nicht ausgebildet ist, hat, keine Ahnung von hat, man kann in diesen Sachen so leicht verarscht werden. Und das ist so schade, weißt du? Das ist echt schade, dass die das dann auch schamlos ausnutzen, manche. Und das schadet dann ja auch dem Ruf des ganzen Unternehmens. Nur du weißt ja auch nicht, wann du verarscht wirst, ne? Das ist ja die Sache. Du kannst so verarscht werden und so viel Geld liegen lassen, aber keiner weiß, was los ist. Alter, das ist kein Boden, das ist ein Zustand einfach. Huhu. Ja, verliere ich ja gleich ein hinteres Rad bei diesen Huckeln, ey. Übel.